Hello, how are you? Gabriella has made an important decision. She is going to marry her Hans, and there is only one night remaining before this occurs. As usual, at the beginning of the story, I'll translate some sentences for you. So look, listen, and you will understand German. Ein schönes Brautkleid. Wirklich ein schönes Brautkleid, hm? Komm, Albert. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Du hast recht. Tja, ja, wir müssen wirklich nach... Komm, Margot. Wir gehen gleich mit. Wollt ihr denn wirklich schon alle gehen? Ja. Für heute ist Schluss. Die Hochzeit ist erst morgen. The wedding won't take place until tomorrow. Die Hochzeit ist erst morgen. Ja, morgen ist der große Tag. Eure Hochzeit. Wiedersehen. Tja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vergesst nicht, die Trauung ist um 10:45. The marriage ceremony is at 10:45. Die Trauung ist um 10:45. Vor allem musst du pünktlich sein. Hast du gehört? Pünktlich. Ah. Also dann? Wiedersehen. Also, ich hole dich morgen rechtzeitig ab. Spätestens um 10. Du weißt, die Trauung beginnt um 10:45. Ja. Und... träume was Schönes. Du auch? Ja, ja. Der Traum in der Nacht vor der Hochzeit geht in Erfüllung. The dream from the night before the wedding becomes a reality. So? Ja, ja. Der Traum in der Nacht vor der Hochzeit geht in Erfüllung. Meine Uhr ist stehen geblieben. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Es ist 10:45. Ah, 10:45. Dann beginnen wir jetzt mit der Trauung. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Also auf Wiedersehen. Bis morgen. Hans, die Trauung beginnt. Ja, ich hole dich rechtzeitig ab. Ich bin ganz pünktlich. Wiedersehen. Hans! Hans! Die Trauung beginnt doch. Gabriele, was hast du denn? Warum drehst du... Hans ist doch weggegangen. Gabriele! Dreh dich doch nicht fortwährend um! Oh, meine Uhr ist stehen geblieben. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Es ist 10:45 und Hans ist nicht da. Ja, dann müssen wir ihn holen. 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 Wir müssen Hans holen. Was ist denn jetzt los? Wir müssen Hans holen. Wir müssen Hans holen. Ist die Trauung schon aus? Wir müssen Hans holen. Gabriele, dein Kleid! Das schöne Brautkleid! Gabriele, dein Kleid! Da
das schöne Brautkleid. Dein Kleid, das schöne Brautkleid. Möglichkeit, die Deutschen noch einmal die Karte. Oh, da! Oh, Hans! Hans! Helmut Haller! Bleib doch stehen! Du hast den ganzen Schleier zerrissen. Da ist er ja! Hans! Oh. Hans! Da ist er ja! Das Kleid! Das schöne Brautkleid! Hans! Bleib stehen! So kannst du nicht zur Trauung. Du bist an der Türklinke hängen geblieben. Aber da sitzt doch Hans! Bleib stehen! Wir müssen erst dein Kleid in Ordnung bringen. Hans! Hans! Warum schreist du denn so? Dort sitzt doch dein Hans. Ja, da sitzt er ja. Feuer draußen und weg. Hans! Heraus! Hans! Hans! Süße Äpfel, saftige Äpfel. Meine Damen, meine Herren, esst mehr Obst. Jeden Tag einen Apfel, Äpfel. Haben Sie vielleicht einen Mann im schwarzen Anzug gesehen? Frische Äpfel, süße Äpfel, saftige Äpfel. Haben Sie vielleicht einen Mann im schwarzen Anzug vorbeigehen sehen? Frisches Obst, esst mehr Obst, jeden Tag einen frischen, süßen, saftigen Apfel. Da ist er ja! Hans! Hans! Frisch, süß, die Äpfel! Schade um die frischen, süßen! Gabriele, deine Schuhe? Wo sind denn deine Schuhe? Wo hast du denn deine Schuhe gelassen? Und das Kleid. Das schöne Brautkleid. Hans! Hans! Bleib stehen, du hast dir ja das ganze Kleid zerrissen. Bleib stehen, so kannst du nicht zur Trauung. Oh, du bist schon wieder irgendwo hängen geblieben. Eins zu eins zwischen Deutschland und Schottland. Dieser Hans, jetzt ist er... Was willst du denn dort oben auf dem Dach? Meine Uhr ist stehen geblieben. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Es ist 10:45. Ah. Hans, komm herunter. Komm sofort herunter. Hans, komm sofort herunter. Schrei doch nicht so. Wir holen ihn herunter. Wir holen ihn herunter. Wir holen ihn herunter. Nimm wir holen mit. Ihn herunter. Wir holen Nimm ihn mich herunter. Doch mit. Hans! Da stehen doch Räder. Wir nehmen ein Rad. Ein fremdes Rad? Ihr könnt doch nicht einfach fremde Räder nehmen. Darf ich? Halt, Fräulein. Stehen bleiben. Das ist nicht Ihr Fahrrad. Halt, Fräulein! Stehen bleiben! Das ist nicht Ihr Fahrrad! Bleib
Bleiben Sie doch stehen! Das ist nicht Ihr Rad! Das ist ein fremdes Rad! Gabriele! Immer geradeaus! Da fährt dein Hans! Da! Tempo! 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 Fahr doch schneller, Gabriele! Fahr! Aber nicht auf einem fremden Rad! Nicht auf einem fremden Rad! Nicht auf einem fremden Rad! Gott sei Dank, man ja die Eltern mit der Feuerwehr. Kommen Sie herunter. Kommen Sie sofort herunter. Hans Geistberger, ich frage Sie, bereit, Fräulein Gabriele Krause zur Ehefrau zu nehmen? Nein. Gabriele, aufstehen. Es ist schon gleich 8. Hast du was Schönes geträumt? Was hast du heute Nacht geträumt? Ach, sicher etwas sehr Schönes. Was habe ich geträumt? Herr Hans Geistberger, ich frage Sie, sind Sie bereit, Fräulein Gabriele Krause zur Ehefrau zu nehmen? Ja. Fräulein Gabriele Krause, ich frage Sie, sind Sie bereit, Herrn Hans Geistberger zum Ehemann zu nehmen? Gabriele! Gabi, antworte! Fräulein Gabriele Krause, ich frage Sie, sind Sie bereit, Herrn Hans Geistberger zum Ehemann zu nehmen? Ja. Thank you.